Freedom Bookshop in London. Hier in den winkligen Räumen der anarchistischen Buchhandlung im Herzen des Londoner East Ends finden wir erste Spuren Rudolf Rockers, dieses vergessenen Revolutionärs und Humanisten, dieses Agitators für Gerechtigkeit. Intelligenz, sondern der Charakter eines Menschen ist entscheidend für die Aufrichtigkeit seiner Handlungen. Intelligenz ist eine großartige Gabe, aber nur, wenn sie für eine ehrenvolle Sache und zum Besten aller eingesetzt wird. Rudolf Rocker. Laut Urkunde des Stadtarchivs wurde Rudolf Rocker am 25. März 1873 in Mainz geboren. Sein Geburtshaus steht nicht mehr. Eine Lücke in der Straßenzeile ist geblieben. Und niemand dachte sich wohl etwas Böses dabei. Rudolf Rocker war in Mainz vergessen. Mainz war bei Rockers Geburt die größte Reichsfestung. Und diese Festung wurde von den preußischen Militärs beherrscht. Eine Tatsache, die von der Mainzer Bevölkerung nur widerwillig geduldet wurde. Man fühlte sich sehr zur Lebensart der Franzosen und ihrer revolutionären Tradition hingezogen. Die Zeit der französischen Herrschaft wurde sogar so weit verklärt, dass Mainz als Vorort von Paris galt. In dieser Atmosphäre wuchs der junge Rudolf Rocker auf und verbrachte angenehme erste Jugendjahre in einem Elternhaus ohne direkte materielle Not. Als Steindrucker gehörte Rockers Vater zur damaligen Arbeiterelite, die immerhin über ein Existenzminimum verfügte. Und zur Sozialdemokratie in Mainz. Der Vater arbeitete beim traditionsreichen Schott Musikalienverlag, der sich damals gerade erfolgreich bemühte, die Werke Richard Wagners hoffähig zu machen. Nach dem Tod der Eltern wurde der 14-jährige Rudolf ins Mainzer Waisenhaus abgeschoben. Damit fand seine glückliche Jugend ein jähes Ende. Er hasste dieses Waisenhaus, in dem der Geist und Ton einer Kadettenanstalt herrschte. Er hasste es von ganzem Herzen. Die Lehrer bezeichnete er später als herzlose Despoten. Und schon früh entwickelte er eine starke Ablehnung gegen unbegründete Autoritäten. Nach Beendigung der Schule heuerte Rudolf als Schiffsjunge bei der Köln-Düsseldorfer Rheinschifffahrt an. Aber sein Vormund war gegen diesen ersten Schritt in die Freiheit. Er bestimmte, dass Rudolf einen klassischen Handwerksberuf erlernen sollte. So wurde Rudolf Rocker Buchbinder. Der Umgang mit Büchern verschaffte ihm Zugang zur revolutionären Arbeiterliteratur dieser Zeit. Seinem Meister fiel Rudolf auf, weil er jede freie Minute mit Lesen verbrachte. Er verschlang förmlich die Werke von Karl Marx und die Werke von Ferdinand Lassalle und wurde schnell zu einem der aktivsten Mitglieder der Mainzer Sozialdemokratie. Hier im Stadtarchiv wird deutlich, dass Mainz eine starke Bastion der Sozialdemokratischen Partei war. Das war nicht weiter verwunderlich, galt auch Mainz seit der Französischen Revolution als die republikanischste Stadt Deutschlands. Stumme Beweise dafür sind die Folianten des Mainzer Stadtarchivs. Solange Mainz unter französischer Verwaltung stand, hatte die Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit das Sagen.
bis Preußen diesem Traum ein Ende machte. Aber in den Weinstuben beschworen weiterhin die alten Männer der 48er Revolution als Heckergarde ihre Träume. Zu diesen Alten suchte der 17-jährige Rudolf Kontakt. Sein Lieblingsschriftsteller war Georg Büchner, der 1848 auch auf den Barrikaden gestanden hatte. Begeistert erlebte Rudolf in der alten Mainzer Stadthalle die Versammlungen der Sozialdemokratie. Und hinterher setzte man sich in einem der berühmten Mainzer Lokale bei dem guten Glas Wein zusammen und diskutierte bis tief in die Nacht über die politischen Geschehnisse. Die sozialistische Bewegung hatte nach einer anfänglichen Lähmung durch die Sozialistengesetze wieder an Kraft gewonnen. Der junge Buchbinder Rudolf Rocker engagierte sich heftig in den damaligen Strategiedebatten und schon früh offenbarte er, dass es sich auch durch Parteiautoritäten nur ungern in seinem revolutionären Elan bremsen ließ. Bei diesen Diskussionen lernte er so prominente Parteigrößen wie Georg von Vollmar, den großen Gewerkschaftler und Karl Liebknecht persönlich kennen. Noch heute berühmt ist folgende Geschichte. Bei einer dieser politischen Zusammenkünfte in einer Mainzer Weinstube gab August Bebel dieses Treffen der Polizei gegenüber als sein eigenes Geburtstagsfest aus und die Polizei musste wieder abziehen. Die Eintracht in der Partei war nicht von Dauer. Einige Genossen, die Jungen, wurden sie genannt, kritisierten den Zentralismus. Nach heftigen Debatten wurden sie hinausgeworfen. Rudolf Rocker war einer von ihnen. 1892 wurde er Mitbegründer des Vereins Unabhängiger Sozialisten. Ab da waren es vor allem die Ideen der beiden großen russischen Anarchisten Bakunin und Kropotkin, die sein Denken prägten. Und schon 1892 musste Rocker wegen umstürzlerischer Reden vor der preußischen Polizei fliehen. To earn your pay for centuries long past, for no more than your bread have left for your countries and counted your dead in the factories and mills, in the shipyards and mines. Rudolf Rocker floh ins Ausland. Über Paris kam er wie so viele andere Flüchtlinge nach London. Eigentlich wollte er nur kurz in England bleiben, aber es wurden 25 Jahre daraus. Die wichtigsten seines Lebens. But when the sky darkens and the prospect is war, who's given a gun and then pushed to the fore and expected to die for the land of our birth? London war die Metropole, die größte Stadt der Erde, Zentrum des Welthandels, der größte Hafen der Welt, in dem eine Viertelmillion Menschen arbeitete. We're the first ones to die, we're the first ones in line for that pie in the sky, and we're always the last when the cream is shared out, for the worker is working when the fat cat. Für politische Flüchtlinge aus aller Welt war London das gelobte Land. Hier kannte man keinen Gesinnungsterror, keine Sozialistengesetze, keine Ressentiments gegen Ausländer und neue Ideen. Since time first began, I had always expected to carry the can. Heute ist alles anders geworden. Der Londoner Hafen existiert nicht mehr. Mit der Liberalität ist es auch nicht mehr weit her. Und das riesige Areal der Docks ist auf dem Weg zu einer gigantischen Yuppie- und Hightech-Ansiedlung. Rocker war überrascht von den ungeheuren sozialen Gegensätzen, die sich nicht nur durch Armut und Reichtum ausdrückten, sondern auch durch die Tatsache, dass sich jede Schicht, jede Bevölkerungsgruppe sorgsam in ihrem eigenen Viertel, in ihrer eigenen Straße abkapselte. Damals hungerte fast die Hälfte der Bevölkerung, während sich gleichzeitig das Empire seine Kathedralen der Macht, seine Verwaltungspaläste und Banktempel baute, die noch heute das Bild der Londoner City prägen. Dieser monumentale Baustil
zeugt vom Selbstwertgefühl der Lords und Ladies, der Dukes, der Earls und der Viscounts in der guten englischen Gesellschaft. Seinen ersten Unterschlupf fand Rocker in Soho. Er arbeitete im Club der deutschen unabhängigen Sozialisten, der auch Treffpunkt führender Anarchisten war. Einer war Errico Malatesta, der große italienische Freiheitskämpfer. Von einem anderen jedoch, von Fürst Kropotkin, war der junge Rocker am stärksten beeindruckt. Professor William Fishman, Historiker und Politologe am Queen Mary College und ein intimer Kenner Rockers, hat uns auf unserer Spurensuche quer durch London begleitet. 1895 verließ Rocker, von französischen Kameraden gewarnt, Frankreich und kam nach London. Er arbeitete im Anarchistenclub im Westend, aber er musste sich beim deutschen Konsulat melden, das ihn anwies, unverzüglich in seine Heimat zurückzukehren. Er sollte dort zum Militärdienst eingezogen werden. Er hatte vorgehabt, nur zeitweilig nach England zu gehen, war aber jetzt gezwungen, hier zu bleiben, da er nicht nach Deutschland zurück konnte. In dem Anarchistenclub traf er einen deutschen Kameraden namens Schreiber aus der Zeit der Jungen, der ihn zu den Armen des East Ends brachte. Es war das erste Mal, dass er mit dieser schlimmsten Gegend der westlichen Welt konfrontiert wurde, einer Gegend der Armut, der Immigration, des Verfalls, die größte Zusammenballung der Bevölkerung Londons. Und hier war es auch, wo er zum ersten Mal die anglo-jüdischen Anarchisten traf, die ihn in ihren Club brachten und deren Anführer er später wurde, im Anarchistenclub von Whitechapel. Rocker kam zugute, dass er bereits in Paris Kontakte zu ostjüdischen Anarchistengruppen geknüpft und dabei fließend Jiddisch gelernt hatte. So konnte er schon bald mit großem Erfolg Vorträge in den Anarchistenclubs von Whitechapel halten. Fermin Rocker, ein Sohn Rudolf Rockers, der heute als Maler in London lebt, erinnert sich. Mein Vater kannte Juden in seiner Heimat. Das waren aber alles Händler oder Krämer und so weiter. Er war gegen den Antisemitismus an sich, aber er fühlte sich nicht besonders angezogen zu den deutschen Juden, die er kannte. Die Juden, die ihn anzogen, das waren russische Juden, die russische Tradition, die russische revolutionäre Tradition hatten. Und auch die Frauen dieser Bewegung hatten eine Anziehung, weil sie sich dort betätigten. Unter seinen eigenen Landsleuten, da waren die Frauen ziemlich passiv. Also sie waren in der Küche und man sah sie kaum. Es war durch die Bewegung, dass meine Mutter und mein Vater zusammenkamen. Und meine Mutter hatte immer ein starkes Interesse. Sie war vielleicht dogmatischer als mein Vater. Früher war sie sehr religiös und das wurde auch auf später übergetragen, als sie Sozialistin, Anarchistin wurde. Nicht such mich, wo die Milden drinnen, du findest mich dort nicht, mein Schatz. Wo Lebenswelten bei Maschinen, dort ist mein Ruheplatz, dort Das East End ist seit alters her ein klassisches Einwandererviertel. Im 17. Jahrhundert bauten sich die aus Frankreich vertriebenen Hugenotten in Spitalfields ihre armseligen Häuser. Es folgten die Iren, die um die Jahrhundertwende von polnischen und russischen Juden verdrängt wurden. Heute leben hier Menschen aus Bangladesch. Meine Ruheplatz.
gefinst mich dorthin. Sogar die Arbeitsformen sind die gleichen geblieben. Das sogenannte Sweatshop-System bedeutete die Ausbeutung der Ausgebeuteten. Kleiderfabrikanten vergaben Aufträge an kleine Subunternehmer zu Spottpreisen. Diese Schneidereien gaben den Preisdruck, unter dem sie standen, an Bügler, Maschinisten und Schneider in Form von Hungerlöhnen weiter. In diesen Häusern, die das Geschäft von Mr. Mohammed Nutz umgeben, waren die Juden konzentriert. Hier waren die Schneidereien, an denen sie Tag und Nacht von ihren Arbeitgebern ausgebeutet an den Maschinen arbeiteten. Und niemand war da, der sie führte. Schlecht bezahlt waren sie, mit katastrophaler gesundheitlicher Verfassung. Und dann kam ihr Messias, Rudolf Rocker, der aus Deutschland stammte und sie zu gewerkschaftlichem Bewusstsein führte. Ein Nichtjude, der die jüdische Gruppe dazu bewog, Mitglieder der Gewerkschaften zu werden und für die Verbesserung ihrer Rechte zu kämpfen. Gewohnt hat man gleich neben der Arbeitsstätte. Das East End, speziell die Gegend von Whitechapel, war völlig überfüllt und wies bald die höchste Bevölkerungsdichte von ganz England auf. Waren es 1890 noch 100.000 Juden, so wuchs ihre Zahl bis 1915 auf über 300.000 an. Man wohnte in kleinen Häusern, deren Fenster sich nicht öffnen ließen, ohne Wasser und sanitäre Anlagen. Von Gaslicht, das in besseren Gegenden schon verlegt war, gar nicht zu träumen. Ein unsäglicher Gestank lag über den Straßen, auf denen halb verhungerte Gestalten nach irgendeiner Art Arbeit suchten. Alleinstehende Arbeiter, die besser verdienten, wohnten häufig in solchen Arbeiterhotels. Die besonderen sozialen Strukturen des East Ends kamen Rocker entgegen. Was er wollte, war etwas ganz anderes als das, was man heute dem Anarchismus nachsagt. Nicht Chaos und Gewalt, sondern Selbstverwirklichung des Menschen ohne Machtstrukturen wie Partei und Staat, das war sein Ideal. Sein Kampf dafür fiel auf fruchtbaren Boden, weil Rocker ihn mit der praktischen gewerkschaftlichen Auseinandersetzung um bessere Lebensbedingungen für die Armen im East End verbinden konnte. Der Kampf um dieses Ideal, das ist der sogenannte Anarcho-Syndikalismus, zu dessen Vätern Rudolf Rocker gehört. Rudolf Rocker glaubte als Anarchist, dass die Macht vom Volke auszugehen hat, im Gegensatz zum Kommunismus, in dem eine nicht legitimierte Machtelite dem Volk ihre Entscheidungen aufzwingt. Viele Juden akzeptierten Rocker als eine gelungene Synthese aus Rabbi und Aufklärer. Es gab aber auch Spannungen mit dem streng orthodoxen Teil der Juden. Jeweils zum Jahreswechsel, zum heiligen jüdischen Yom Kippur-Fest, versammelten sich Tausende von jüdischen Anarchisten und Kommunisten an dieser Ecke vor der Synagoge, während drinnen die Priester ihre Gottesdienste intonierten. Draußen wurde ebenfalls gesungen, blasphemische Lieder, atheistische Schlachtgesänge. Als der Gottesdienst beendet war, flogen die Türen der Synagoge auf und die Gläubigen stürmten mit Stöcken und Steinen bewaffnet heraus und warfen sich auf die Gotteslästerer. Die warteten schon mit Zigaretten im Mundwinkel auf diesen Moment. Sie bliesen den gläubigen Juden den Zigarettenrauch ins Gesicht. Das war der Auftakt für eine Straßenschlacht. Viele Schaulustige haben sich eingefunden, um den jährlich wiederkehrenden Kampf dieser verrückten Juden zu beobachten, die sich gegenseitig die Köpfe einschlugen. Das Vertrauen der progressiven jüdischen Bevölkerung im East End hat Rocker im Sturm erobert. Er trat bei unzähligen Versammlungen als Sprecher der Juden auf. Aber das war nur ein Teil seines Kampfes. Rudolf Rocker, der deutsche Nichtjude, wurde zu dieser Zeit Herausgeber der zwei berühmtesten jüdischen Zeitungen. Eine war Germinal, ein Journal, das sich mit Politik, Literatur und der Geschichte des 19. Jahrhunderts befasste. Hier ist Germinal. Und die andere war der Arbeiterfreund, eine wöchentlich erscheinende jüdische Zeitung,
deren Journalisten sich aus den Reihen der führenden Anarchisten des East Ends rekrutierten. Gleichzeitig verfasste Rudolf Rocker wichtige politische Analysen, die schon damals vom Freedom Bookshop vertrieben wurden. Der Freedom Bookshop ist die größte anarchistische Buchhandlung Londons und Englands. In den letzten Jahren kommen immer mehr junge Leute zu uns, besorgen sich Bücher von Kropotkin, Bakunin, Malatesta und auch Rudolf Rocker. Die Visionen dieser großen Denker werden für das heutige Leben immer wichtiger, speziell für junge Leute. Es spielt hier keine Rolle, dass die Verfasser schon lange, lange tot sind. Auch im privaten Bereich wurden Rudolf und seine Lebensgefährtin Millie als geschätzte Gastgeber und Diskussionspartner zum Mittelpunkt der Bewegung. Hier in der Nummer 33 Dunstanhauses und am Dach lebte Rudolf Rocker und er versammelte um sich Wohnung für Wohnung die jüdische anarchistische Kommune von Whitechapel. Wir wohnten im obersten Stock. Wir hatten in unserer Wohnung eine Küche und zwei Zimmer. Das große Zimmer war das Arbeitszimmer meines Vaters. Und es diente auch als Schlafzimmer für meinen älteren Bruder, Rudolf. Das Schlafzimmer wurde von dreien geteilt, meine Eltern und ich. Dunstanhauses ist verbunden mit der einzigartigen Blütezeit des jüdischen Anarchismus im East End. Hier in diesem zweiten Apartment hatte Kropotkin seine Druckmaschinen stehen und publizierte seine Propaganda, die nach Russland geschickt wurde. Hier wurde auch von der Anarchistin Sablitsky, die mit den Rockers befreundet war, für die Aufrührer des Panzerkreuzers Potjomkin ein Essen gegeben. Meine Eltern als Anarchisten waren gegen Einrichtungen wie Heirat und so weiter. Das war eine Privatangelegenheit, die mit dem Staat und mit der Kirche nichts zu tun hatte. Und das Merkwürdige war, dass ihr Zusammenleben eigentlich ein ziemlich konventionelles war. Millies politische Tätigkeit beschränkte sich nicht auf den sozialen Bereich. Sie agierte auch unermüdlich während der großen East End- und Dockerstreiks. Verdienst Rockers bei diesen Streiks war es, die jüdischen Schneider und englischen Dockarbeiter zu einem gemeinsamen Kampf für ihre Rechte vereint zu haben. Verrottet und verlassen sind die historischen Schauplätze, die von der Geschichte des East Ends und seiner Bewohner erzählen. Hier hinter mir ist die Buxrow School, vor der Rocker immer stand, um seine großen Versammlungen abzuhalten, vor den jüdischen Armen. Diese Schule war zu dieser Zeit fast hundertprozentig jüdisch. Hier das Auditorium der Assembly Hall, während einer großen Rede Rockers zum East End Streik von 1912. Kein anderer Redner der ganzen Bewegung war in der Lage, derart große Säle wie die Assembly Hall zu füllen. Auf diesem Platz hielt Rudolf Rocker im Jahr 1912 eine Massenkundgebung ab. Er sprach vor streikenden Schneidern, die ihre Sweatshops verlassen hatten, um gegen die schlechten Konditionen, unter denen sie lebten, zu streiken. Es war seine charismatische Ausstrahlung. Eine wunderbare Rednergabe, die die Arbeiter, obwohl sie hungerten, zu dem dreiwöchigen Streik anspornte. Dieser Streik wurde gewonnen
und damit der Sweating-Industrie im East End das Rückgrat gebrochen. Dies war zwar ein großer Erfolg, aber die grundlegenden sozialen Verhältnisse änderten sich dadurch nicht. Fast unverändert sehen wir hier eine typische viktorianische Slumstraße. An der Ecke die große Schule und auf der linken Seite Mrs. Rose's Bordell. Hier fanden am 30. August 1888 zwei betrunkene Kofferträger in den frühen Morgenstunden den Leichnam einer Frau hier an dieser Stelle. Ihr Körper war vom Bauch bis zum Hals aufgeschlitzt worden und über ihrer Brust waren ihre Eingeweide verteilt. Hier, inmitten dieses sozialen Geschwürs, wurde das zweite Opfer von Jack the Ripper gefunden, genau an dieser Stelle. Jack the Ripper ist in East End, wo man zwischen Gut und Böse nicht so genau unterscheidet, zu einer mystischen Figur geworden. In diesem sozialen Klima sah Rocker eine wichtige Aufgabe in der Arbeiterbildung. Hier auf diesem Areal unterhielt Rocker zwischen 1906 und 1914 seinen berühmten Bildungsclub. Er führte Tausende von jüdischen Arbeitern in die englische Sprache und westliche Kultur ein. Einer von ihnen war Alexander Granach, der später ein berühmter Schauspieler auf den Bühnen der Weimarer Republik werden sollte. Leute, die später Geschichte schrieben, gingen hier ein und aus. Tschitscherin, der erste Außenminister der Sowjetunion, war hier. Hier lebt auch ein Schuster namens Cooperman, der tatsächlich für 3 Wochen Stalin hier beherbergte. Hier, an dieser Ecke der Jubilee Street. Rocker gründete hier mit seinen Freunden die erste Volkshochschule. Unser Foto zeigt das damalige Kollegium und wurde Pionier der Erwachsenenbildung. Mit Vorliebe hielt er Vorträge über Literatur, aber er sprach auch über bildende Kunst und unterrichtete Sprachen. Zugleich gründete er im Pavillon Theater die erste proletarische Bühne Londons. Es gab Perioden zum Beispiel in Italien, in Spanien und sonst wo Reaktionen einsetzten und viele entflohen, kamen nach England. Und es war ein Babel, man hörte Französisch und Spanisch. Und mein Vater beherrschte mehrere Sprachen. Er sprach sehr gutes Französisch in jeder Zeit. Und er war schon ziemlich bekannt international. 1913 wurde Rocker zu einer Vortragsreise in die USA eingeladen. Die Amerikaner bereiteten dem Befreier der jüdischen East End Arbeiter einen triumphalen Empfang. Zu dieser Zeit drohte der anarchistischen Bewegung eine ernste und unerwartete Gefahr. Einige Splittergruppen entschieden sich für die Propaganda der Tat. Sie überzogen Europa mit einer ungeheuren Attentats- und Terrorwelle, die im Attentat von Sarajevo gipfelte. Auch England blieb davon nicht verschont. Als sich kroatische Extremisten in der Sydney Street verschanzten und wild um sie schossen, setzte der damalige Innenminister Winston Churchill sogar Militär gegen sie ein. Es folgte eine beispiellose Kampagne in der englischen Tagespresse gegen den Anarchismus. So verlor die von Rocker mühsam aufgebaute Bewegung an Anziehungskraft und Einfluss. Während Fürst Kropotkin schon 1912 vor zunehmender Kriegsgefahr gewarnt hatte, wollte Rocker daran nicht glauben. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Arbeiter gegen Arbeiter zur Waffe greifen würden. Umso mehr wurde er vom Kriegsausbruch überrascht. Als konsequenter Kriegsgegner wurde er bereits im Dezember 1914 im Lager Alexandra Palace interniert. Hier ein Fotodokument. Als Lagersprecher gründete Rocker einen Bildungsclub und hielt bis zum Ende des Krieges über 100 Vorträge. Ende 1918 wurde er von Alexandra Palace aus nach Deutschland abgeschoben, wo er sich erst einmal von den schweren Folgen der Internierung erholen musste. Rocker fand ein hungerndes Volk und ein wirtschaftlich ruiniertes Land vor. Der verlorene Krieg hatte aber auch ein ungeheures revolutionäres Potenzial an die Oberfläche gebracht, das Rocker sofort nach seiner Genesung nutzen wollte. Noch 1919 gründete er in Berlin die Freie Arbeiterunion Deutschlands nach dem Vorbild seiner East End-Gewerkschaften.
Nun sah Rocker auch in Deutschland die Chance für einen herrschaftsfreien Sozialismus ohne Partei und Staat, beruhend auf den gemeinschaftlichen Interessen der Menschen. 1922-23, Millionen waren ohne Arbeit, wurde durch Rockers rastlosen Einsatz eine internationale Organisation für alle anarchistischen Gruppen geschaffen, die Internationale Arbeiterassoziation. Einer der drei Sekretäre wurde Rudolf Rocker. Aber der Durchbruch blieb ihm mit beiden Organisationen versagt. Gegen das straff organisierte Industrieproletariat konnten sich libertäre sozialistische Ideen nicht durchsetzen. Der freie Gesellschaftsvertrag der Anarchisten als solidarische Gemeinschaft aller Menschen ohne Partei und Staat, ohne Herrschaft und Gewalt, wurde in den Machtkämpfen der Weimarer Republik zerrieben. Rudolf und Milli erlebten Berlin als die pulsierende Metropole Europas. Die ganze Welt blickte nach Berlin. Und die deutsche Hauptstadt hatte nun in der Nachfolge von Paris und London die Funktion eines europäischen Emigrantenzentrums übernommen. Rocker kannte diese Atmosphäre aus seinem Exil im East End. Und es überkam ihn in dieser Zeit ein Heimwehgefühl nach England. Ihn, der eigentlich bis auf seine Mainzer Jahre nie zu Hause und immer im Exil war. Als Deutscher in London, als Staatenloser nun in Berlin und später in New York. Aber die politischen Aktivitäten in Berlin und die internationalen Kontakte ließen wenig Raum für diese Gefühle. Die Wohnung der Rockers wurde zum Treffpunkt für Freunde aus aller Welt. Ein gern gesehener Gast, einer der schillerndsten Figuren auf dem internationalen anarchistischen Parkett, war der spanische Anarchistenführer Doroti. Das einzige Papier, das ich in meinem Leben gefälscht habe, war der Pass Durutis. Durruti und Ascasa waren nirgendwo beliebt und sie mussten unter falschen Papieren reisen. Und ich war gerade Lithografenlehrling und war vielleicht etwas geschickter, solche Dinge zu fachmännisch zu tun. Intensive Kontakte pflegte Rocker mit revolutionären deutschen Dichtern. Der junge Theodor Plivier, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Trilogie Moskau, Stalingrad, Berlin berühmt wurde, ging bei ihm ein und aus. Eine besondere Beziehung pflegte Rocker mit dem großen Dichter der deutschen Revolution, Erich Mühsam, der ihm folgende Zeilen widmete. Ich bin ein Stern, der seinen Gott erhält, der seinen Glanz in dunkle Seelen stellt, der einst in fahle Ewigkeiten fällt. Wo ist, der meines Wesens Namen nennt, der meine Welt von meiner Sehnsucht trennt? Ich bin ein Pilger, der sein Ziel nicht kennt. Mühsam war ein sehr, also er hatte eine sehr anziehende Persönlichkeit. Und ich glaube, er hatte auch eine große Achtung für die Kenntnisse meines Vaters. Ich glaube, mein Vater hatte auch einen bestimmenden Einfluss, ihn von den kommunistischen Neigungen, die er hatte, ganz begreiflich nach seinen Erfahrungen während des Krieges und in der Revolutionszeit, ihn da etwas aufzuklären. Mühsam war vielleicht der engste Freund, den mein Vater in jener Zeit hatte, in den 20ern. Und er war äußerst betroffen, wenn Mühsam den Nazis in die Hände fiel und so elend im Lager umkam. Rocker bekämpfte das, wie er es nannte, braune Krebsgeschwür des Nationalsozialismus mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Aber die Zeichen der Zeit standen ungünstig. Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten konnte nicht, wie Rudolf Rocker gehofft hatte, durch einen geschlossenen Widerstand der Arbeiter verhindert werden. Die anarchistischen Organisationen verloren in Deutschland immer mehr Mitglieder und glitten in die Bedeutungslosigkeit ab. Er war ein enger Freund von Wilhelm Werner.
den er aus der Bewegung der Jungen her kannte. Und Werner warnte ihn also so schnell wie möglich vorzureisen, sobald man wusste, dass Erich Mühsam verhaftet worden war. Und ich glaube, es war gleich nach dem Reichstagsfeuer, dass er mit meiner Mutter wegfuhr. Ich glaube, zuerst nach der Schweiz, dann nach Frankreich. Aber er blieb nicht in Frankreich. Er fuhr, glaube ich, nach Holland, dann nach England. Aber da ich damals in Amerika war, da schien es ihm geraten, nach Amerika zu fahren. Bei der Entscheidung zwischen autoritärer Versklavung auf der einen Seite und Verteidigung der in langen Kämpfen des Volkes errungenen Freiheitsrechte kann es kein Zögern mehr geben. Rudolf Rocker. Als am 18. Juli 1936 der Spanische Bürgerkrieg begann, gab es für Rudolf Rocker keinen Zweifel mehr. Der ehemalige Pazifist glaubte, der Unmenschlichkeit des Faschismus nur mit der Waffe begegnen zu können. Von seinem Exil USA aus kämpfte der 63-Jährige unermüdlich für die Spanische Republik. Rocker trug dazu bei, dass im März 1937 der erste amerikanische Freiwilligenverband, das Lincoln-Bataillon, in die Kämpfe um Madrid eingriff. Zurück ging Schritt um Schritt und die Faschisten brüllten schon: Gefallen ist die Stadt Madrid. Da kamen sie aus aller Welt mit einem roten Stern am Hut. Im Manzanares kühlten sie dem Franco das zu heiße Blut. Die Spanische Republik war auch die große Hoffnung der Anarchosyndikalisten. Thomas, das Campesinos, bei Thomas, las Soldados. Adelante, gritanos, grossos iles, gritanos, grossarrados. Adelante, adelante, adelante. Die Brutalität und die materielle Überlegenheit des Faschismus führte zur Vernichtung der Republik. Wir haben die Stellung verlassen, denn es half auch kein O Herr Mon Dieu. Kameraden der Interbrigaden, unseren Toten ein letztes Adieu. Zermürbt durch die Bomben der Legion Condor blieb nur der Weg in die Niederlage. Rocker ahnte, dass nicht nur Spanien, sondern Europa, ja die ganze Welt einer düsteren Epoche entgegenging. Zu dieser Zeit stellte Rocker in den USA sein Hauptwerk Nationalismus und Kultur fertig. In diesem Werk geht es Rocker darum, auf breiter wissenschaftlicher Grundlage zu zeigen, dass zentrale Machtgebilde immer ein Hemmschuh und Verhängnis für die Entwicklung der Menschheit gewesen sind. Fermin Rocker über das Werk seines Vaters. Mein Vater war in Spanien besser bekannt als in seiner Heimat. Und seine Bücher, alles was er schrieb, wurde in Spanien, in Spanisch veröffentlicht. Während in seiner eigenen Sprache verhältnismäßig wenig erschienen ist. Es sind eigentlich zwei Sprachen, in denen sein ganzes Werk enthalten ist. Das ist Spanisch und Jiddisch. Vor allem während seiner Jahre im Londoner East End konnte Rudolf Rocker seine Ideale leben und verwirklichen. Er hat es verstanden, Theorie und Praxis zu vereinen und die Menschen von ihrem Joch zu befreien, ohne sie in eine neue ideologische Zwangsjacke zu stecken. Er hat nicht für sie gekämpft,
sondern mit ihnen. Er war dafür, dass die Menschen über ihre eigenen Belange selbst entscheiden. Deshalb hat man Rudolf Rocker auf den Straßen des East End bis heute nicht vergessen. Später in Berlin waren glückliche Zeiten, wie auf dem Bild von Fermin Rocker, selten. Mainz, seine Geburtsstadt, deren freiheitlich-republikanische Tradition Rudolf Rocker auf seine Weise ein Leben lang fortgeführt hat, betrat er nie mehr wieder. Rudolf Rocker war international bekannt und geachtet. In England, in Spanien, in Amerika, in Mainz scheint er vergessen. Wahrscheinlich deshalb, weil im Denken unseres Landes Anarchismus mit Terror und Chaos gleichgesetzt wird. Aber nicht Gewalt und Terror waren die Ziele des Anarchisten Rudolf Rocker, sondern ein zutiefst humanistisches Ideal. Die brüderliche Solidarität aller Menschen. Eine Welt, in der Waffen, Angst und Misstrauen überflüssig sind. Eine Welt ohne Unterdrücker und ohne Ausgebeutete. Eine Welt ohne Führer und Geführte. Ohne Opfer und ohne Helden der Geschichte. Erinnern wir uns an die Worte Thomas Manns zu seinem Hauptwerk. Ich bin aufrichtig glücklich, dieses bedeutende, tiefe und hochgeistige Buch zu besitzen und möchte es möglichst vielen Menschen auf der ganzen Welt in die Hand geben. Es wurde einsam um Rudolf Rocker, als Millie im November 1955 in Morgan, New York starb. 3 Jahre später, im September 1958, folgte ihr Rudolf.